So, meine Lieben, hier melde ich mich wieder. Boah, hat das ewig gedauert, ey. Wollt ihr wissen, wie lange ich jetzt dafür jetzt ungefähr gebraucht habe, für die ganzen Waffen bis auf Level 4 zu trainieren? Das sind zwar jetzt nur 4 Waffen gewesen, aber es hat verdammt lang gedauert. Da war das mit dem Zaubern. Also, ich musste ja nur für Sophia bis Level 3 trainieren, aber das war viel angenehmer, glaubt mir. Und es hat so lange gedauert mit den Leveln, dass ich jetzt schon fast 200.000 Goldmünzen habe. Das ist doch der pure Wahnsinn, ne? Oh, tut mir leid, dass ich mich jetzt nicht so mit Energie und so fühle, aber wow, das zieht einen mit, das Leveln. Ja, tut mir leid, dass ich mich jetzt so lustlos mich anhöre. Aber das macht nur das Leveln. Also, ihr könnt natürlich euch auch vorstellen, wenn wir dann, bevor wir das große Finale hier machen, könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es noch länger dauern wird. Ja, und dann, ja, ich habe auch einige Level-Ups bekommen gehabt. Ich glaube, meine Leute sind jetzt hier fast Level 40. Ich guck nochmal. Ja, die sind jetzt 37, ja. Also 3 Level noch und dann sind die alle Level 40, ja. Ja, so lange hat das hier gedauert. Und ich bin hier immer hin und her gerannt. Und, naja, die Frostköter und die anderen Gegner, die hier dabei sind, die geben auch ganz schön viel Kohle, deswegen. Naja, aber jetzt geht's hier endlich weiter. Und Vesuvio haben wir auch auf Level 3 trainiert. Also ich war sehr fleißig. Oh ja. Na komm. Schildkröte. Jetzt ärgere mich doch nicht. Na komm. Danke. Boah. Das war ekelhaft, die Arbeit. Nee, das ist das Falsche. Ich muss rechts. Oben wäre nur Ruffy gewesen. Oh, komm, ey. Das gibt es nicht. So, nach rechts muss ich und dann nach oben. So. Jetzt aber. Ja, und Slugsy ist jetzt auch Stufe 37. Fantastisch. Ja, piek mich halt mit deiner Lanze, ey. Ja, mach halt Eisklinge, interessiert mich doch nicht. Na komm. Tot bist du, sag ich jetzt. Oh, das war knapp. Boah, warum nehmt ihr jetzt so wenig Schaden, ey? Ich bin doch eigentlich schon überlevelt, ey. Ja, vielen Dank. Ja. Okay. Ich glaube, das ist hier, ne? Ja, hier sind Gegner. Ja, dann bin ich auf dem richtigen Weg. So. Die Schildkröte nervt en masse. So. Und willkommen im Eispalast, meine Lieben. Ganz neue Musik, finde ich auch gut. Ein bisschen Unterhaltung tut immer gut. Ja, wow, der Hintergrund sieht geil aus. Ach nee, das dauert mir hier ein bisschen zu lange. Ach ja, ich muss ja euch natürlich auch noch Vesuvio noch erklären, stimmt ja. Also, wir haben hier die Feuerklinge. Wenn wir die auf uns zaubern, kann ich euch auch am besten zeigen. Dann können wir halt die Gegner auch verbrühen und dann nehmen die durch den verbrühten Zustand, nimmt die immer sekündlich immer einen Schaden. Das ist richtig geil. Dann haben wir hier die Flammenwand. Ja, wenn wir die Flammenwand an den Gegnern anwenden, dann kommt halt eine Art flammende Wand auf die Gegner zu und dann sind die verbrüht. Genauso ähnlich wie bei der Feuerklinge. Und dann machst du auch immer pro Sekunde immer einen Schaden. Also so ähnlich wie
der Zustand Vergiftung. Ist sehr praktisch. Und der Flammgas. Der Flammgas ist auch ein bisschen hilfreich. Ist halt auch ein Angriffszauber. Ja, scheiß die Wand an. Shushi kann jetzt endlich auch angreifen mit Zaubern. Ja, das finde ich auch sehr gut. Ja, der Flammgas können wir auch an den Gegnern verwenden. Und dann, ja, könnt ihr euch das so vorstellen wie ein Kreis, dass halt die Flammen um den Gegner herum lodern und dann halt Schaden machen. Und das Besondere ist, wenn wir den Zauber benutzen, sinkt die Angriffskraft von den Gegnern. Aber nur von den Gegnern, von den Bossen glaube ich nicht. Ja, das war jetzt die Erklärung von Shushi und jetzt kommt noch die Erklärung von Sluxy. Hier bei Vesuvio. Da haben wir einmal den Feuerhagel. Ja, ist halt, glaube ich, logisch. Da kommen halt drei Feuerkugeln auf die Gegner zu. Ist so ähnlich wie beim Orkanschub. Und dann, ja, bloß, dass das halt Feuer ist und dann macht's Feuerschaden halt, ne? Ist halt sehr praktisch. Aber das werdet ihr so oder so gleich sehen. Dann haben wir hier die Glutgranate. Die Glutgranate ist auch sehr hilfreich. Ja, was macht jetzt die Glutgranate? Ja, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Mal überlegen. Ja, da kommt halt eine Explosion an den Gegner und dann, ja, macht's Damage halt. Und die Lavawelle. Ja, die Lavawelle ist halt auch ein bisschen geil, weil wenn wir die aktivieren am Gegner, dann kommen halt so Blubberblasen am Gegner und ja, ist zwar eine etwas längere Animation, aber es macht ganz schön viel Schaden. Ja, das war halt eine kurze Erklärung von Vesuvio. Und wir werden hier direkt von einer Lanzenkuppe überrascht. Toll. Und sie ist verbrüht. Fantastisch. Ah, der Dungeon, also der Eispalast, der zieht sich auch ein bisschen in die Länge. Weil hier auch viele Schildkröten sind und die haben auch eine etwas höhere Ausweichquote. Aber gut, dass ich den Weg noch kenne. Und wir haben hier neuen Schleim. Ha, meine Zapperblob heißen die. Ha, meine Schleimfreunde sind wieder da. Oh, das ist ja herrlich. Ja, verteilt sich halt. Ja, und das Besondere an denen ist, wenn wir die berühren, werden wir nicht vergiftet. Nein, wir werden zu Schneemännern. Ja. Super, dass du wieder ein Dreierblob bist. Ach komm, ey. Ich habe keine Energie mehr für die Viecher, ey. So. Dann mache ich das mal ein bisschen Hardcore-mäßig. So. Ja, ich gehe mal erstmal zur rechten Seite. Das war garantiert ein Fail. Aber ist egal. Nur die Wolke, die können wir ja so oder so nur mit den Zaubern-Elementen zerstören. So, gehe ich mal erstmal hier lang. War das eine gute Entscheidung, war das eine schlechte Entscheidung? Ich weiß es nicht. Da haben wir eine Brücke erschaffen. Ja, 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 ja. Du bist eine freche Schildkröte, komm her. Ja, attackier mich halt mit deiner Lanze. So. Und war das jetzt die richtige Entscheidung? Nein, das war die falsche Entscheidung. Aber wir sehen hier zumindest neue Gegner. Und zwar die sogenannten Feuchtlagen. Ja, die Feuchtlagen, die kennen wir auch aus meinem Let's Play von Mystic Quest Legend. Aber da sahen sie ein bisschen anders aus als hier. Und da haben wir auch eine Truhe. Ja, die können wir auch nur mit den Zaubernelementen attackieren. Genauso wie bei den Wolken. Oh, Clownohr. Ja, toll. Kann ich gleich wieder, bevor ich die wenn ich die Aufnahme beende, werde ich dann die Klaue dann halt trainieren. Wow. Walnuss. Toll. Also, das war ein Fail. Okay. Ja, Sluxy, du kannst ruhig angreifen. Es ist dir erstattet oder gestattet, dass du angreifen darfst. Und nochmal. Okay, dann ist die linke Seite die richtige. Gut. Na komm.
geht ein bisschen schneller down, bitte. Danke. Ja, schön, dass du uns mit deinem Schildkrötenpanzer beglückst. Vielen Dank. So. Nein, Schleim. Warum? Warum muss das jetzt Schleim sein? Nö. Da kenne ich nur eine Antwort. Zauber. Nö. Nein. Vermehr dich bloß nicht, ey. Ich untersag es dir. Du blöder Schleim. Ja, Kraftwasser Level 4. 272 Heilung. Übertreib halt. Aber das bringt dir leider nichts. Ja, komm. Geh down. Ja. Nimmst du auch noch Schaden? Ja. Nimmst du. Gut. Okay. Dann gehen wir jetzt hier hin. Drei Feuchtlagen. Toll. Und die Angriff ist gesunken bei denen. Super. Na komm, dann mache ich einmal Feuerhagel. Ja. Dann könnt ihr halt zumindest schon mal die Attacken von Vesuv hier schon mal ein bisschen besser sehen dann. Und neue Gegner. Weitere neue Gegner. Der Omenglotzer. Ja. Die haben auch eine verdammt ekelhafte Ausweichquote. Jetzt zumindest. Später nicht. Weil wir werden die so oder so später nochmal sehen. Und noch mehr neue Gegner. Hallo. Ja, die haben Gott sei Dank nicht so eine hohe Ausweichquote. Die Gimore. Oh yeah. Das sind Bücher. Ja, wir greifen Bücher an. Ja. Toll, ne? Oh ne. Feuchtlaken. Warum muss das denn gerade ein Feuchtlaken sein? Aber naja, durch die Zauberelemente gehen die ja Gott sei Dank schnell down. Ja, komm, 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 komm. Danke. Auch ziemlich gut versteckt hier. Wenn man das nicht weiß, dann hängt man hier auch ganz schön lange fest. Okay, das war ein Crit. Ja, komm. Oh, Laserentfernung Level 3. Ja. Kommt auch noch bald. Aber ihr seht es jetzt zumindest. Oh. Okay. Wir sind jetzt eingeschossen. Umzingelt. Gut, dass die Bücher schnell down gehen. Oh ja, man merkt es uns an, dass wir gelevelt haben. Oder trainiert haben. Sag ich das mal so. Wow, Energieschild Level 4. Ja. Was das macht, werde ich euch auch noch alles erklären, weil wir das auch bald bekommen. Naja, bald ist gut. Bald. Ein bisschen später. Das dauert noch ein bisschen. So. Na, dann wollen wir mal. Da ist eine Plattform und wir stürzen ein. Wir fallen runter. Toll. Und landen beim Boss. Kennen wir das? Ja, wir kennen die Bosse. Darf ich euch die drei süßen kleinen Noppenzungen vorstellen? Ja, natürlich. Wir kennen das ja schon, ne? Okay, die linke Noppenzunge, die hat sich da irgendwie zusammengeglitscht. Die bewegt sich überhaupt gar nicht mehr. Und ja, die haben natürlich Schwäche Feuer. Ist ja logisch. Und dann zeige ich euch einmal die Glutgranate. Ja, so sieht's halt aus. Und da haben wir schon mal eine Fischechse besiegt. Und ich zeige euch auch mal die Lavawelle. Ja, friss halt, René. Ja, ich schmecke auch so lecker, ne? Ich bin sehr appetitlich, ne? Ja. Wow, 550 Schaden. Ja, und die haben genauso viel Leben wie die ersten, ne? Also die haben nicht mehr Leben oder so. Nee, nee, keine Panik. Und die dritte ist down. So, jetzt kommt die letzte. Na komm. Wow, 145. Wow. Na komm, verwandel dich. Und da haben wir die Fischechse, die letzte. Feuerhagel und Flammwand, damit ich euch das auch einmal zeigen kann. Flammwand. Und down. Ja, das war ein relativ schneller Kampf. Ja, und wir werden automatisch herausgeportet und wir können da jetzt weiter.
Oh nein, nein, Schleim. Warum muss das gerade Schleim sein, ey? Shit doch die Wand an. Ja, toll. Och, ne, komm, ey. Ich habe keinen Bock auf euch. Da zeige ich keine Gnade. Und es hat natürlich keiner die Peitsche, ne? Fantastisch. Warum sage ich das? Genau deswegen, weil hier Peitschepunkte wieder sind. Okay, dann benutzt mal Slugsy die Peitsche. Und hier. So, und da haben wir wieder eine Wolke. Macht nichts. Wir können zaubern. So. Ja. Und da ist noch ein Feuchtlaken. Laken. Oh Mann, ich habe Sprachfehler jetzt. Ich weiß, ey. Das Leveln hat mich ein bisschen fertig gemacht. Aber naja, ist egal. Ja. Oh ne. Drei von euch. Ne, 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 ne. Oh, toll. Shushi ist gezappelt worden. Super. Und Slugsy auch. Ja, komm, René. Dann musst du auch noch gezappelt werden. Nee, doch nicht. Schade. Da ist eine Truhe. Was ist in der Truhe drin? Heilkräuter. Super. Haben wir aber schon zu viel davon. So. Oh ja, noch eine Truhe. Wieder Heilkräuter. Ja, fantastisch.